Moin, Sebastian. Moin, Henrik. Du läufst ja wie so ein Bauer. Ja, wie meinst du denn das jetzt? Also irgendwie so ein bisschen unrund. Unrund, meinst du? Ja, ich sag mal so, das könnte an den Gummistiefeln liegen, die ich heute anhab. Aber wir können das ja mal gemeinsam analysieren, wenn du Lust hast. Also, ich habe auch schon den ganzen Tag das Gefühl, wenn ich mit den Gummistiefeln laufe, fühlt sich das irgendwie komisch an. Irgendwie fühle ich mich immer so in die Kniebeugung gedrückt. Irgendwie ist das eigenartig. Und naja, wahrscheinlich fragt ihr euch jetzt, was das alles hier soll, dass Sebastian bei herrlichem Sonnenschein mit Gummistiefeln über den Deich läuft und darüber erzählt, dass man da drin nicht gut laufen kann. Das ist doch jedem klar. Aber worum es uns eigentlich gehen soll, ist, warum das nicht funktioniert. Wir haben uns nämlich gedacht, dass ein Gummistiefel wahrscheinlich viel mehr mit Orthetik zu tun hat, als ihr euch im Moment vorstellen könnt. Und was genau das mit Orthetik zu tun hat, das besprechen wir im weiteren Verlauf des Videos. Viel Spaß! Was ist eigentlich dieser Fersenkipphebel? Der erstreckt sich von der Knöchelachse bis zur Fersenkante. Und diese Distanz zwischen Knöchelachse und hinterer Fersenkante, das ist der Fersenkipphebel. Aber was macht dieser Fersenkipphebel denn eigentlich nun? Also, Fersenkante und Knöchelachse bilden zusammen den Fersenkipphebel. Und unter der Fersenkipphebelfunktion versteht man das Absenken des Vorfußes unter der Lastübernahme in der Loading Response. Haben wir also eine Orthese ohne einen sinnvollen Kipphebel, also mit ausbleibender Kipphebelfunktion gebaut, erlebt der Patient eine ungewollte Vorbeschleunigung des Unterschenkels und damit ein großes Maß an Unsicherheit. Das führt, wie in dem folgenden Beispiel, zu einem stets unphysiologisch anmutenden Gangbild und, wie eben schon angesprochen, in Bezug auf unsere Patienten, zu einer großen Unsicherheit und sollte aufgrund dessen unbedingt vermieden werden. Um ein physiologisches Gangbild möglich zu machen, brauchen wir also ein Knöchelgelenk. Ein Knöchelgelenk, welches die Plantarflexion überhaupt zulässt und im Bedarfsfall auch gleichzeitig den Fuß anhebt, wie das Neurospring oder das Neurovariospring. Sollte es aber notwendig sein, die Loading Response, also das Absenken des Vorfußes unter der Lastübernahme, zu kontrollieren, macht es Sinn, sich für eines unserer Gelenke zu entscheiden, bei denen ihr die Federeinheit austauschen könnt. Damit habt ihr die Möglichkeit, genau so viel Federkraft zur Verfügung zu stellen und über den Fersenkipphebel auf die Orthese zu übertragen, wie ihr für ein optimales physiologisches Gangbild braucht. Neuroclassic Swing, Neurovario Swing, Neuroswing, Neuroswing 2 und Neuroswing H2O haben diese Funktion. Ja, nun wisst ihr, glaube ich, warum wir diesen Gummistiefel als Beispiel genommen haben und was dieser Gummistiefel mit Orthetik zu tun hat. Also ganz ehrlich, die Sache mit dem Fersenkipphebel ist beim Gummistiefel nicht gut gelungen. Die Sache mit dem Spitzenhub haben die Konstrukteure dieses Gummistiefels einigermaßen gut gelöst, aber ganz ehrlich, meine erste Wahl wird ein Gummistiefel sicherlich nicht werden. Aber vielleicht habt ihr ein bisschen was mitnehmen können für das Thema Orthetik und ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Tschüss, bis zum nächsten Mal.